In Gitrancourt schrieb ich während der Ferien meine Doktorarbeit. Ich brauchte mehrere Jahre dafür. Die gewöhnlichen Hemmungen, die diese Art Übung begleiten, wurden bei mir von einer großen Angst verdoppelt. Ich litt 1000 Tode im kleinen grünen Arbeitszimmer im Haupthaus, wohin ich mich absonderte und wo ich gleichsam Buße tat. Ich arbeitete an einem Tisch sitzend, was meine Marter steigerte, weil eine Wirbelsäulenverkrümmung mir diese Haltung, die ich in der Folge immer vermieden habe, sehr unbequem gestaltete. In diesem kleinen Arbeitszimmer befand sich ein Bücherregal, das ein paar Schätze enthielt, die Lacan mir zeigte, wie die limitierte Ausgabe der Kindheitserinnerungen Marie Bonapartes, die sie durch die Analyse bei Freud rekonstruieren konnte. An der Wand konnte man zwei Jugendgemälde Giacometti sehen, ein Selbstporträt und einen Totenkopf, der sein Gegenstück war. Drei Fenstertüren gingen auf den Garten hinaus, doch der Raum war ein wenig düster wegen der Nähe der Bäume. Das war der Rahmen meiner Folter. Gitrancourt war ein geselliger Ort.